Ja, ich bin heute noch mal nach Seifen gekommen mit meiner Freundin, um einfach noch mal diese wunderschöne Weihnachtsatmosphäre zu genießen, noch mal ganz entspannt einen leckeren Glühwein zu trinken und eine Bratwurst zu essen, da ja morgen leider der Lockdown wieder mal für die ganzen oder für die viele Geschäfte hier droht, die Hotels leider zumachen müssen. Wir haben natürlich volles Verständnis dafür, dass es ja doch immer noch Menschen gibt, die sich leider nicht impfen lassen. Und jetzt sind wieder mal ein paar Leidtragende, die Geschäftsleute, die schönen Hotels hier, die sich alle so viel Mühe geben. Ja, ab morgen ist das alles vorbei und wir genießen jetzt einfach noch mal die schönen Stunden, die uns bleiben. Wir finden es schade, dass es heute wahrscheinlich der letzte Tag ist. Wie es genau weitergeht, das wissen wir jetzt noch nicht. Aber für die Seifner Handwerker und auch für die Marktbetreiber ist es sehr schwierig. Dadurch, dass die Corona-Zahlen so explodiert sind, dass jetzt am Ende wahrscheinlich die, na, sagen wir mal, die Zeit gekommen ist, wo jetzt die Weihnachtsmärkte abgesagt werden. Und es ist für die Händler jetzt schwer, durch die ganze Sache durchzukommen. Wir sind heute hier nochmal nach Seifen gekommen, um die vielleicht letzte Möglichkeit, einen Glühwein und eine Bratwurst zu genießen, weil wir verständlicherweise die Weihnachtsmärkte schließen müssen aufgrund der hohen Inzidenzzahlen. Und ja, ist natürlich schade für alle, besonders auch für die Leute, die hier ihr Geld verdienen wollen, müssen, können. Aber wir haben volles Verständnis dafür und genießen den möglicherweise letzten Tag in diesem Jahr. Außerdem ist Seifen sowieso ein schöner Ort, um noch so ein paar kleine Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Ja, die letzte Chance für die Weihnachtsstimmung. Und wir freuen uns natürlich heute sehr, dass wir hier dabei sein dürfen. So, na denn. Okay, Prost!